Ach so, für die Hand haben wir. Ah, okay, für die Hand haben wir gerade einen Fähigkeitenpunkt bekommen. Den können wir investieren. Auch wenn da leider tot ist, aber egal. Warte mal. Wo? Ich habe es nicht markiert, so wie immer. Ich glaube, ich würde ganz gerne, wenn wir jetzt hier waren, würde ich ganz gerne, bevor wir da runtergehen zu der, wie hieß sie, Batari, glaube ich, war ihr Name. Bevor wir zu ihr gehen, würde ich dann ganz gerne mal, Elefanten, da mische ich mich nicht ein, mal ganz gerne bei Nacht rumlaufen und einfach nochmal nach dem Streifenwolf suchen, weil der muss ja irgendwo sein. Und ich möchte den gerne finden. Ja, solange uns der Elefant nicht angreift, ist alles okay. Oh. Weil ich wüsste nicht, wie wir ihn sonst finden sollen. Da müssen wir halt dann mit Nachtsicht, also hier mit Jägerblick oder wie das heißt, durch die. Der Elefant folgt uns. Natürlich verfolgt er uns. Warum, Mann? Ich hab dir gar nichts getan. Elefanten sind einfach so unglaublich aggressiv. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Geh weg von mir. Nein, Hilfe. So, sie erstmal. Sie dann erstmal wegschicken. Mach den Elefanten von mir weg. Nein. Wie, das war's jetzt? Ganz plötzlich. Guck mal, der macht sogar noch Blutspritze. Ach nee, der blutet einfach. Okay. Oh, ich hasse Mammuts. Bleib weg. Darf ich dich bitte häuten? Hallo, du wolltest mich gerade zertrampeln. Lass dich häuten. Dankeschön. Oh, die Mammuts sind echt anstrengende Tiere. So, das habe ich vorhin schon gesehen, als wir gerannt sind. Weg damit. Ist eh hässlich. So, ich hole aber sie erstmal wieder. Ich gucke mich ganz kurz im Auge. Sekunde. So. Noch 3 Masken bis zur nächsten Belohnung. Bei jedem Wolf gucke ich jetzt immer, ob das ein seltener ist. Ich möchte unbedingt diesen Streifenwolf finden. Theoretisch brauchen wir 2, weil wir brauchen einmal Fell zum Verbessern. Voll in den Hinterkopf. So, warte, ich wollte hier aber nochmal Steine mitnehmen. Brauchen wir eigentlich noch welche? Ach, da. Muss ich nochmal gucken. Moment. Ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. Das ist unglaublich. Leopard, Beißfisch. Nö, wir brauchen gar nichts mehr. Das ist der Karpalsplitter, aber das ist ja irgendwie. Ja, gut, das ist ein Exklusiv-Item vom. Vom Upsi-Soft-Club. Aber den brauchen wir nicht unbedingt. Wir schaffen es ja auch so ganz gut. Muss ich wirklich mal sagen, wir kommen besser durch, als ich tatsächlich dachte. Ich war irgendwie der Meinung, wir kacken voll ab und schaffen überhaupt nichts. Ist wieder irgendwo so eine Maske oder was das ist? Wir dürfen uns hier ja nicht sehen. Ist sie das? Ja, das ist sie. Oh, okay. So, weg mit dem Mist. So, dann das ja einmal auffüllen. Zum Spaß der Isila da hinten. Wie sieht's denn hier aus? Was ist das denn da Buntes? Ach, ihre Farbherstellung.
hier sind zwar schon einige, aber ich glaube, hier ist unser Vorteil, dass die verstreuter sind. Irgendwo gibt es ja auch wieder den großen Chef, der ist da oben drin wahrscheinlich. Ja, zu weit entfernt. Ist ja gut, ich drehe ja schon um. So, du auch noch? Hat er geworfen? Ah, Mist. Ah Mann, ich hätte einen Trödeltyp wegmachen müssen. Naja, okay. So, lass mal die mal ganz kurz machen. Eine gute Übernahme braucht ihre Zeit und unsere Zeit besteht halt darin zu warten, bis die Herrschaften da ihre Krankheiten ausgelebt haben. Da stelle ich nochmal neue her, den haben wir nicht benutzt. Die haben auch Gefangene von uns. Mal sehen, ob wir die retten können. Aber da wäre ich mir jetzt noch nicht so sicher. Jemanden retten, das möchte ich vorher nicht versprechen, weil ich weiß, das ist nicht unbedingt so das, was wir gut können. Der rennt da immer noch verrückt rum. Das ist gut. Eule ist wieder bereit. Kann man eigentlich auch schneller fliegen? Nö, gell? Okay, hier unten lasse ich jetzt mal. Jetzt versuche ich mal hier oben. So einen schweren Typen wieder zu uns bringen, das ist gut immer. Puh! Weil die können natürlich auch von ihren Leuten nicht so einfach umgestimmt werden. Okay, machen wir noch den da unten. So. Und den da beseitigen wir. Ach, guck mal, da vorne läuft noch jemand. Ach, du bist ein Affe. Ich dachte gerade schon, du bist ein kleines Krokodil. Mal sehen, wir können uns ja schon mal vorschleichen. Auf dem Wachposten hier außen dürfte schon niemand mehr sitzen. Oh, schön langsam anschleichen. So. Hat mir zu lange gedauert, da ist in Ruhe hinzulaufen. Also hinzuschleichen, es ging ja auch so ganz gut. So, wie sieht denn die Lage gerade aus? Die hatten jetzt ja alle ein bisschen Zeit, ihren Spaß zu haben. Da hinten haben sich noch welche versteckt. Okay, die können wir so wegmachen gehen. Dann haben wir hier vorne den Teil schon für uns erobert. Die schreien alle schon Winja, dabei wissen sie gar nicht, ob wir hier sind oder nicht, aber okay. Okay, jetzt war die Eule zu weit weg. Ich dachte, es reicht noch. So, pass mal auf. Die da hinten. Die verstecken sich ja ganz wunderbar. Aber die rechnen natürlich nicht damit. Dass wir hier rumschleichen. So. Mache ich das schon auf oder noch nicht? Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Ja, ich befreie euch gleich, okay? Wartet noch einen Moment. Ich möchte nichts überstürzen und dadurch euch gefährden. Hallo? Ah. Okay, Eule. Wie sieht's aus? Da kommt gerade einer runtergelaufen.
So, und da wir jetzt auch da nach oben kommen. Hey, ihr da, na? Roshani, das ist der, den wir hier jagen müssen. Den können wir nicht angreifen, okay. Also jagen und nicht, den wir hier erledigen müssen. Okay, der weiß es noch nicht, dass wir hier sind. Der hat auch noch keine Vermutungen. Eule erstmal zurück. Wir brauchen neues Munition. Jetzt habe ich das Wort. Die laufen jetzt zwar rum. Wo sind die hin? Ach, da. Okay. Okay, das hat geklappt, das ist gut. Der macht schöne Geräusche, das ist auch toll. So. Okay, den müssen wir also erwischen. Der steckt. Cool, die stecken dann sogar ihre Häuser in Brand. Interessant. Ich weiß nicht genau, ob wir die Bienen stacken können. Falls ja, dann hat er jetzt alle Bienen, die wir hatten. So. Wir fangen erstmal an zu brennen, das ist toll. Okay, mal sehen. Nein. Pass mal auf. Ich will mal austesten. Das wohl. Warte, wo ist denn der? Ach, hier. Da haben wir noch niemals so eine Falle aufgestellt. Ich möchte die mal austesten. Jetzt, da wir fast durch sind mit dem Spiel, ist das ein guter Moment. So. Aua. Schön, dass wir auch selbst in die Falle reinlatschen können. Schön zu wissen. Geh weg von der Falle. Die ist gefährlich. Ich habe es gerade selbst erfahren. Sehen, schaffen wir das von hier aus? Nicht, dass sie jetzt noch im letzten Moment Hilfe rufen. Das wäre doof. Ah, na also. Wo ist denn jetzt Roshani? Hey, Roshani! Komm mal her! Ja, komm her! Ja, komm, mein Guter. Komm her! Das geht nicht mehr, ist kaputt. Komm her. Komm her. Komm her. Nein. Komm her. Nein, Wolfi, geh weg, der soll in die Falle laufen. Wolfi! Jawohl, lauf rückwärts. Genau. Ja! Idiot. Na komm schon. Na komm schon. Wie, das war der letzte? Ich dachte, da lebt noch einer. Okay. Wir sind der Tod, der über euch herfällt. Kommt jetzt wieder eine Zwischensequenz? Zieht er auch zu uns?
hat der Kerl einfach mal selbst seine Haut gerettet. So ein mieser Typ. So, wenn du für den einen Stamm kämpfst, dann musst du doch auch für den weiter kämpfen. Nicht, wenn du dann plötzlich fast stirbst. Hey, ja, hör mal zu, ich helfe euch, ne? Ich gebe euch hier diese Waffe, weil die ist besonders toll, nur wenn ihr mich dafür nicht tötet. Also ein bisschen feige ist das schon. Herr Roshani, wie du auch immer hießt. Warte mal, wo hat er denn jetzt, ich will das wissen, wo hat er sein... Aha, da ganz außen. Roshani hat sich ja im Dorf angeschlossen, naja. Ein bisschen traurig guckt er ja schon. Also eins muss er ihm lassen. Schlau ist er schon. Saat der Sonne. Die Isila kommen ja allgemein eigentlich mit am... Wo muss ich denn eigentlich lang, um jetzt zurück zum Dorf zu kommen? Ah, okay. Die Isila kommen ja generell eigentlich ziemlich kultiviert, glaube ich, heißt es. Also wäre da, glaube ich, der richtige Ausdruck. Die kommen mir sehr kultiviert vor. So in ihrer Art einfach. Ich weiß nicht, die haben so ihren Kult, natürlich ihr blaues Angemale und so und eine verherrlichen ist okay. Aber dass sie zum Beispiel ja anscheinend auch, warte, was haben wir da unten jetzt bei ihm? Dass die auch Feldarbeit betreiben. Ja, der Schaden durch Feuer ist toll. Spricht ja schon dafür, dass sie zumindest mal nicht so dumm sein können wie die Udam. Sagen wir es mal so, weil die Udam... Uruki lebt noch. Wo soll denn jetzt diese Quest sein mit den Samen? Bestimmt nicht bei Uruki. Ach, hier. Ah. Okay, wir gehen zuerst zu Uruki, unserem besten Freund. Gucken, was er diesmal für eine tolle Idee hat. Und holen dann diese Samen. Und dann später können wir Roshani bestimmt auch wieder ein Haus bauen. Nachdem Sayla ihn wahrscheinlich wieder umbringen wollte. So wie sie auch da umbringen wollte. Aha. Nur noch zwei Pfeile. So, wieder mehr Pfeile. So, Uruki, mein guter Freund. Der Typ ist einfach unzerstörbar. Unglaublich. Achso, wir können ja unseren Wolf wiederholen. Uruki. Dass der echt nicht tot ist. Ich war mir wirklich nicht sicher nach dem letzten Mal. Hat zwar noch gestöhnt. Urkis neuer Mief. Hilf Uruki dabei, sich gegen Bären zu verteidigen. Okay. Unglaublich, der Typ. That's why.
wird er vielleicht diesmal endlich von einem Bären gefressen und besorge die Mief-Zutaten für Uruki. Ich glaube, der wird niemals sterben. Denn bei dem haben wir wahrscheinlich noch ein paar Quests und der stirbt einfach nicht. Das ist so ein Unzerstörbarer. Oh, es wird Nacht, das ist gut. So, das sammeln wir mal auf. Seltene Pflanzenwurzel. Okay, bei dieser Nacht müssen wir jetzt Ausschau halten. Ist das da ein Höhlenbär? Lösen Mammut. Nicht Mammut, wer ist? Nashorn. Verdammt, warum komme ich nur mal bei den Namen so durcheinander?